Ein herzliches Willkommen zu FNAF at Freddy's Plus. Ja, da die offizielle Variante von FNAF Plus noch nie rausgekommen ist, zumindest nicht offiziell, dachte ich mir, ich spiele einfach mal die Fangame-Variante vom Lost Power Play. FNAF at Freddy's Plus war ja ein Fangame, was rauskommen sollte, allerdings kam es nie raus und das hier ist quasi das Fangame von Fangame. Genau, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich bin gespannt, was da jetzt alles los ist. War auf jeden Fall schwierig, erstmal die Version hier zu finden. Mich hat ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, ihm fiel FNAF Plus ein, aber es ist ja nie rausgekommen. Und dann dachte ich an dieses Game hier, weil ich dafür schon mal was gesehen hatte. Oh, Sixius Ghost Detector. Ah. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, was man hier machen muss. Ah, wenn es blinkt. Ah. Ich erinnere mich. Ganz kurz, ich erinnere mich daran, was da... Also wenn es blinkt, dann... Genau. Genau, wenn es blinkt, das sind die Anomalien. Wo blinkt? Ah. Das sieht da überhaupt nicht gruselig aus. Hier passiert doch gleich irgendwas, oder nicht? Da ist Freddy's. Freddy's. Da ist Pirate's Cove von Foxy. Das hört sich schon. Das hört sich schon so richtig, oh mein Gott, so richtig gruselig an. Da. Okay, da. Perfekt. Da. Anomalie. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das mit diesen Anomalien sein soll, aber egal, wir haben es direkt beim Sexy Chicker Posting. Nee, Poster, so rum. Mhm. Oh nein. Es ist immer noch hier. Es ist nicht vorbei. Kann man buchen? Ja. Hello? Hello? Okay. Well, welcome to Freddy Fazbear's Pizza. I know it won't be an easy job, although this might be a real treasure for you, lol. Considering your line of work and all. All in all, what is the exact essence of your being in this? That's cool. 2 weeks ago, one of our security guards working the night shift died mm-hmm. here. His body was found in the costume of five. Yo, okay, das sieht mega nice aus. Das sieht mega nice aus. Ist Foxy aktiv? Die Map sieht auch ein bisschen anders aus, oder? Ich kenne... Ach, der Raum soll da oben sein. Ah, Exit, ja. Ja, ist das Puppet? Ja. I thought that it would never happen again. Basically, your work here is to follow the animatronics, find out who initiated the murders, and for what reason. As I understand it, you are a pro mm-hmm. this, because looking for all sorts of mystical okay. bastards is your job. Anyway, let's party. We'll hear from you next time. Dankeschön. Das ist jetzt einfach normales FNF1. Okay. Ist eine. Nee, warte, wo ist eine Uhr? Ah, da ist eine Uhr. Jetzt haben wir gleich. Nee, warte, hä? Wir haben gleich S1. Hä? Gucken wir mal. Hä, 2? Ach so, dann geht das. Okay, gucken wir mal. Nee, die sind noch beide.
Also ich hoffe, wir müssen nur auf die achten. Kann man die Kameras drehen? Ah! Ah, man kann die Kameras drehen, lol. Ich sag ja, das verändert alles. %66 und wir haben... Irgendwer ist... Ah, nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer jemand geht. Jetzt ist halt die Frage, wie viel gibt es hier, ne? Also im Sinne von... Oh. Das ist cool. Also wie viele Anime... Also ist das wirklich nur FNAF 1 mit Barney, Chica, Freddy, Foxy? Oder... Weil wenn ich das jetzt höre, die Geräusche zum Beispiel... Oh, Chica ist weg. Da ist Chica. Ich finde es auch gut, wie ich das gerade um 0.04 Uhr aufnehme. Das ist, ja. Ein bisschen, nicht gruselig, sagen wir es mal so. Okay, wir haben gleich 4 Uhr. Oh Gott, das donnert oder so. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen gerade spooky. Gucken wir mal, ob der direkt auf 4 Uhr switcht. So wie ich das richtig, ich sag jetzt mal in Erinnerung habe, ist da dieses Game alles, was wir über FNF Plus wissen, quasi so oder gesehen haben, schon zusammenge... Also, wisst ihr, was ich meine? So, dass das darauf based, aber... Foxy. Okay, in der Küche ist in der Kitchen. Lol, es gibt Power Supply. Oh oh. Ja gut, Kitchen ist ja generell, sagen wir mal so, out of order. Solange die jetzt hier nicht auftaucht, ist alles gut. Ich muss immer gucken, wenn ich so mit meiner Maus gehe, da gehe ich immer auf den anderen Bildschirm. Das ist ein bisschen blöd. Tschüss. Ich habe mich so erschrocken. Moin. Fuck, sie kommt auch gleich raus. Da müssen wir hören. Chica ist immer noch da. Okay, wir bleiben jetzt so. Ja, doch, wir können auch runter machen. Guck mal. Denke ich mal, oder? Nee. Das geht im Sekundentakt gerade. Oder? Doch, passt. Passt auf jeden Fall. Na, Foxy, komm ruhig raus. Die können doch einfach hier durchjumpen, oder nicht? Ich meine ja nur so. Ja, okay, wir haben's. Perfekt. Aber cool gemacht, muss ich sagen. Ich habe übrigens den Mauszeiger im Gegensatz zu First Battle Time and Storage auch jetzt angeschaltet. Ich fand das für dieses Game ein bisschen besser. Continue. Was? Night 4? Nacht 4? Ist das gemixt? Weil... Ich bin mir auch nicht sicher. Okay, ich gehe einfach mal drauf. Entweder das... Ich kenne mich da. Also ich habe das, wie gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm das Game gehabt. Ich hatte auch zu FNF Plus immer nur so kleine Trailer, sag ich jetzt mal, gesehen. Mach das mal aus, dann kann man besser. Oder auch nicht. Zu FNF Plus habe ich immer nur Dinger gesehen. Kleine Trailer oder Ankündigungen. Aber ich habe mich auch nie damit befasst, so wie, was das wirklich handelt soll. Deswegen kann ich jetzt auch nichts hierzu sagen.
Vielleicht ist es ein Bug. Es war sehr schwer, diese Version zu finden. Das ist jetzt die 6.0, im Prinzip die 1.0 Official Release. Habe ich auf der Fandom-Seite nur gefunden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die vielleicht verbuggt ist oder so. Aber naja, wir haben wenigstens hat man den Spaß oder drum, wenn man das so sagen kann, ne? Gucken wir mal. Jetzt, ich werde den erst gleich aktivieren, immer wenn das so blinkt, weil sonst stört es, weil sonst muss ich immer so viele sonst muss ich immer so viele Cuts setzen und da manuell immer in Premiere Pro die Audiospuren entweder leiser oder lauter machen und das ist anstrengend, wenn ich das jedes Mal machen muss. Oder noch eine müssen wir finden. Oder soll das vielleicht so gemixt sein? Sowas wie Nachts 4 jetzt auf einmal. Also irgendwie, ich glaube nicht, aber wer weiß. Ich hatte das Game auch nur so vom Namen, weil ich wusste, ah stimmt, da gab es doch irgendwo ein Fangame. Ich hatte sowas, weil sowas hier hatte ich schon mal irgendwie nackt gesehen bei entweder Tulfa oder German Snake Gaming. Auf jeden Fall. Ja, muss ich jetzt erstmal den Namen herausfinden, natürlich und Co. Naja, ich denke mal, wir sind jetzt wieder im normalen Office, ne? Das wird interessant. Ich werde mich einmal erschrecken jetzt, das weiß ich schon, wenn es Nacht 4 ist. Also, wenn es Nacht 4 ist, dann erschrecke ich. Dann, also, da werden wir gejumpscared. Kann ich nämlich jetzt schon sagen. Listen, it seems we're not able to buy out the pizzeria. It's a pity, because it could have been the best purchase ever. But no matter how it is, $250 will be in your pocket. Oh yeah, exactly, your new report. Listen, I remember that when we removed the back room from our pizzeria, someone mentioned room 3. To be honest, I don't even know what's in there. This used to be a playroom, but oh. Was under construction. Oh mein Gott, alle sind schon weg, was? Down, okay, wir gucken jetzt nur noch hier. Und hier. Ich wollte gerade eigentlich zuhören, was der... Warte, Digga, was? Junge, wie... Since no one needed it anymore, 1992 and 1984 were clearly the best moments in our company's history. Well, we'll hear from you tomorrow. Da ist Freddy. Der hat schon dreimal, glaube ich, jetzt, oder? Foxy rennt gleich los. Die dürfen wir jetzt nicht mehr aufmachen, glaube ich, war das, ne? Oh Gott. Das wird jetzt... Leute. Ah, da ist Chica. Okay, ja. Wir gucken jetzt einfach gar nicht mehr auf die Cam. Gut. Wo ist... Oh, da ist Bonnie. Sexy. Oh. Oh mein Gott. Oh! Du... Alter! Junge, wie krass ist das denn? Ich bin gerade so ein bisschen ruhiger, weil ich mich jetzt hier gerade darauf konzentriere, weil es ein scheiß schweres Game ist. Aber, boah, Junge, wir haben erst 2 am. Fuck, unser Akku ist, also unsere Batterie, das schaffen wir nicht mehr. Junge, wie oft wandert denn Freddy, hä? Was ist denn mit Freddy los? Ich glaube, der hat ADHS oder so.
Oh, das waren die. Oh mein Gott. Das schaffen wir nicht. Wir haben 41% und wir haben gleich erst 4 Uhr. Wo ist der? Oh mein Gott, du. Oh mein Gott, oh, der kommt. Ja, fuck, wir haben 4 Uhr und 26%. Ja, da ist irgendwie. Wie soll man sowas denn schaffen? Da steht permanent Chica, da ist Barney. Ja, und jetzt. Ja, das schaffen wir nicht. Niemals. Vielleicht doch, warte, er ist weg. Roxy ist da und da ist Barney. Naja, 17%. Naja, noch ist nichts entschieden. Ja, okay, doch. Ich werde gleich so meine Augen zuhalten, wenn die Power ausgeht. Digga, das tue ich mir nicht an. Mal hören. Oh Gott. Nein, ich kann die Tür nicht runter machen. Nein, oh mein Gott, ich guck nicht hin, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, du, ich hab mich trotzdem erschrocken. Junge. Oh. Ich würde erstmal sagen, das war's mit dem Five Nights at Freddy's Plus Remake. Junge. Wie asozial. Junge, das ist ja irgendwie Five Nights at Freddy's Custom auf überall 20 oder so. Custom Night auf 20 oder alles. Junge. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich wenig oder kaum geredet habe. Ich muss mich nur sehr konzentrieren bei sowas. Genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann bis dahin. Ciao, ciao.